Ich begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Als erstes israelisches Staatsoberhaupt hat Präsident Herzog das Königreich Bahrain besucht. Er kam dort mit König Al-Khalifa zusammen. Herzog würdigte das Land für die Pionierrolle bei der Friedensförderung in der Region. Im September 2020 hatten Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate ein Normalisierungsabkommen mit Israel unterzeichnet. Von Bahrain reiste Herzog weiter in die Emirate. Dort empfing ihn Präsident Al-Nahyan. Dieser sagte, Emiratis und Israelis hätten eine starke Brücke zwischen den Ländern gebaut. Die israelische Armee hat seit Jahresanfang nach eigenen Angaben etwa 500 Terrorangriffe verhindert. Das teilte sie vergangene Woche mit. Seit Beginn der Antiterroroperation Wellenbrecher am 31. März habe sie zudem 2500 Verdächtige im Westjordanland verhaftet. Die Operation rief Israel als Reaktion auf die Terrorwelle im Frühjahr ins Leben. Die Armee beobachtet einen Wandel. Inzwischen gäbe es freiberufliche Terroristen, die für ihre Gewaltaktionen Geld von den Terrororganisationen erhalten. Einer der Leibwächter von Israels Staatsgründer Ben-Gurion ist mit 92 Jahren in Herzliya gestorben. Aaron Eldan kämpfte in der vorstaatlichen Zeit für den Palmach. Später gründete er mit anderen beim Inlandsgeheimdienst Shabak die Einheit für Personenschutz. Auch für den Auslandsgeheimdienst Mossad war er aktiv. Er beteiligte sich an Missionen in Europa. Sohn Joaf sagte, sie hätten nicht genau gewusst, wo er war und was er machte. Es sei aber immer klar gewesen, dass es zugunsten des Staates Israel und seiner Sicherheit war. Je religiöser ein Israeli ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich ehrenamtlich engagiert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des israelischen Zentralbüros für Statistik. Demnach engagieren sich rund 40% der Ultraorthodoxen ehrenamtlich. Bei Menschen, die sich selbst als säkular bezeichnen, liegt der Wert bei 25%. 18% der national religiösen Israelis sind ehrenamtlich tätig. Im Durchschnitt übt ein Viertel der jüdischen Israelis ein Ehrenamt aus. Nach etwa 6000 Kilometern hat eine junge Spanierin ihre Pilgerreise in der Jerusalemer Altstadt beendet. Dort überreichte ihr eine Vertreterin des Tourismusministeriums ein Zertifikat. Die 29-jährige Carlota Valenzuela hatte beim Meditieren den Eindruck gewonnen, dass sie nach Jerusalem pilgern sollte. Am 2. Januar begann sie ihre Reise an der spanischen Westküste. Auf dem Landweg gelangte sie nach Griechenland. Von dort flog sie weiter nach Zypern. Ein Israeli brachte die Katholikin mit seiner Yacht nach Israel. Das war Israelnetz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.